da schauen wir aber, wo die Grünen aktuell stehen. Ihr Kernthema, Klimaschutz, ist gesellschaftlich zu einem Streitthema geworden. Und auch die Dauerhakeleien in der Berliner Ampelkoalition, die drücken die Umfragewerte der Grünen. Thomas Spickhofen. Als die Grünen vor 5 Jahren ins neue Parlament einzogen, da kamen sie mit einem kraftvollen Mandat. 20,5% hatten sie in Deutschland geholt. In Zeiten von Klimathemen, Fridays for Future und Greta Thunberg wurden damit hinter der Union...